So, dann haben wir angefangen mit der Verlobung hier für die Frau, das für wir Männer, dass wir die Frau die Richtung geben, die Tanzrichtung, die ersten zwei Schritte, Druck auf, ab hier für die Frau vor. Wenn wir da sind, werden wir die Frau Molinette führen und uns verdrehen. Aufmachen, damit wir einen Rollskin machen. Machen wir die Sakala in Gegentanzrichtung, damit wir in Tanzrichtung ändern. Mit dieser Sakala, wenn wir uns verdrehen, werden wir natürlich das Gewicht auf den linken Fuß stellen und so in die Kreuzsystem raus. Dann wäre für uns zur Seite. Jetzt bekommen wir die Führung in die Verdoppelung. Das ist Rückseit. Und diesen Seitschritt führt uns der Herr durch diesen Impuls wirklich in linear, in Tanzrichtung, nicht um ihn herum abzunehmen. Er öffnet und es geht in die Molinette mit dem Vorwärts-Occhio. Jetzt wichtig, denken wir kompakt und denken wir, dass wir flüssig um den Herrn herumgehen und dass wir, Achtung, mit den Armen nicht zu sehr drücken, eigentlich gar nicht drücken, sondern uns wirklich nur um ihn herum bewegen. Dann nehmen wir noch ein Verlobung und 1, 2, 3. Und wenn ihr dann den dritten Schritt macht, dann werden wir die Sakala machen. Für den Mann ist wichtig zu wissen, dass wir die Führung hier haben in unserem Oberkörper, dass wir nicht die Frau mit dem Arm nehmen würden, sondern wir hier aufmachen und die Position behalten. Dann legen wir fest an unsere Tango-Haltung, Arme entspannt. Und wenn wir gehen, eher das Gewicht. Schön, ja, ganz viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.